Schönen guten Tag und willkommen zu einer Runde Final Fantasy 14 Online. Das MMO, in dem ich jetzt schon 300 noch was Stunden drinstecke und von dem ich aktuell irgendwie einfach nicht wegkomme. Ist so ein Spiel, an dem habe ich schon ein paar Mal gesessen. Das habe ich jetzt irgendwie so 3-4 Mal versucht anzufangen. Irgendwie hat es nie so wirklich Klick gemacht. Hat immer Spaß gemacht, alles so schick und gut und drum und dran. Aber ich weiß nicht, was es ist. Aus irgendwelchen Gründen macht es aktuell so krass Klick bei mir, dass ich mittlerweile irgendwie bei über 300 Stunden auf Steam zumindest angekommen bin. Was für ein MMO nicht so sonderlich viel ist, aber dann doch relativ viel ist, wenn ich bedenke, hey, ich habe jetzt so mit Ach und Krach, sag ich mal, die Hauptgeschichte erstmal durch. Und theoretisch kommt jetzt halt alles erst danach. Insofern, content-technisch ist das Ding schon mal eine Bombe. Was ich machen will, dadurch, dass ich jetzt halt relativ frisch durch bin mit dem Ganzen, will ich einfach mal so eine kleine Zusammenfassung machen und einfach mal so eine kurze Meinung abgeben zu dem Spiel. Was vielleicht sofern ganz interessant ist, da ja demnächst auch das neue Add-on vor der Tür steht, nämlich Shadowbringer. Das durfte dann Ende Juni, Anfang Juli rauskommen, je nachdem, ob man es vorbestellt hat oder nicht. Und da freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf. Und ich sehe auch von vielen Leuten, dass sie jetzt gerade mit dem Spiel anfangen. Deswegen wäre es doch, glaube ich, mal gar nicht so schlecht, wenn man da so einen kleinen Einblick in das Spiel gewährt. Vor allem von jemandem, der da relativ frisch dran ist. Also, Final Fantasy XIV ist so ein Ding, was nicht nur, wie gesagt, literweise Content hat, gerade für ein MMO, was ja schon das eine oder andere Jährchen draußen ist, sondern dass dir besagten Content auch ziemlich ins Gesicht drückt. Eine Sache nehme ich schon mal vorne weg. So, gibt ja viele Spiele oder viele Leute, die dann halt irgend so ein Spiel anfangen und nach 20 Stunden sagen, ey, ich bin ja komplett durch, ich bin ja Endgame-Level, schieß mich tot, das Spiel hat ja nix. Gebt ihr nicht. Gebt ihr definitiv nicht. Was halt einfach passiert ist, man hat eine Hauptgeschichte in diesem Spiel und diese Hauptgeschichte, die will auch gespielt werden, ob man es selbst will oder nicht, was so viel heißt wie, man kann jetzt nicht einfach Shadowbringer kaufen und sagen, ey, neuer Content ist raus, ich bin doch mal direkt dabei, nee, ist nicht, man spielt schön durch alle Addons von vorne weg erstmal durch, zumindest die Hauptstory-Quest muss man durchgespielt haben. Und das dauert lange. Aber ist auch ganz schön, weil dann lernt man die Story kennen, die hier dann wohl doch ein bisschen komplexer ausgebaut ist. Nicht, dass ich es wüsste, weil ich 90% davon durchgeskippt habe und ich das eigentlich niemandem erzählen durfte, weil dann wirst du in der Final Fantasy 14 Community komplett gehängt. Aber das ist ein komplett anderes Thema. Sondern auch die geilen Bosskämpfe und was da alles so an Dungeons und so passiert. Und das ist schon sehr geil. Das ist ja wirklich schon sehr, sehr genial. Insofern, content-technisch kann man sich hier nicht beschweren. Und wenn wir hier gerade schon so durchlaufen, denn ich sag mal, ein oder andere Final Fantasy-Spieler wird hier vielleicht so ein paar Vietnam-Flashbacks kriegen. Das ist hier nämlich der Gold Saucer, den man aus Final Fantasy VII vielleicht schon mal mitgekriegt hat. Und die Melodie natürlich auch die ganze Zeit schon im Hintergrund läuft. Was so Thema Content nämlich angeht, nicht nur Hauptstory und Dungeons und alles das, was normal MMOs zu bieten haben, hat man hier, sondern es ist ein komplettes Gebiet, einfach voll mit Minispielen, an dem man sich einen ganzen Tag dran verbringen kann. Die werden natürlich auf Dauer so ein bisschen eintönig, aber da ist eigentlich ganz nettes Zeug mal dabei, was man machen kann, inklusive ein komplettes Kartenspiel. Wo haben wir es hier? Gold Saucer. Sammelkartenspiel, was man denn spielen kann mit Charakteren auch aus anderen Final Fantasies. Hier Noctis von Final Fantasy 15 und was da nicht alles rumrennt. Liegt unter anderem daran, dass wir vor kurzem Final Fantasy 15 Event hatten, wo man tatsächlich eine Questreihe mit Noctis gemacht hat. Also, man ist es von Final Fantasy ja so schon gewöhnt, dass sie gelegentlich mal hingehen und sagen, was heißt gelegentlich? Dass es einfach nur so bestimmte Konstanten gibt, die man einfach in jedem Final Fantasy vorfindet. Also man hat immer einen Ifrit, man hat immer einen Bahamut, man hat immer einen Zilt, man hat immer einen Kaktor, etc., etc. 14 geht halt einen Schritt weiter und sagt, ey, wir nehmen nicht nur das, also das nehmen wir auch, klar, aber wir nehmen einfach direkt, was von den anderen Spielen kommt. Wir nehmen einfach, ey, dann hast du halt fucking Noctis als Quest, dann hast du halt Kefka als Raid-Boss in dem Spiel, dann hast du halt, weiß ich nicht, wo haben wir die Rüstungssets? Nicht optimieren, Paletten. Dann hast du halt ein Rüstungsset von Cloud. Dann hast du halt ein Rüstungsskin von Noctis. Das kannst du hier alles haben und das ist tatsächlich sehr, sehr geil. Ich meine, rennt sich hier noch rum, hier meine kleine Kane-Figur. Rennt immer mit mir rum. Finde ich toll. Mag ich sehr, wie sie damit zumindest umgehen. Und das einfach mal, ey, ich meine, es ist Spin-Offs nicht eingerechnet, halt einfach der 14. Teil von der Serie, wo wir ja mittlerweile eh schon bei 15 sind. Und da
kann man sich sehr, sehr, sehr schön ausleben. Und ganz ehrlich, mit Final Fantasy VII Remake nicht um die Ecke, aber jetzt schon in absehbarer Zeit. Ey, würde es mich halt nicht wundern, wenn sie sich irgendwie mal Sephiroth aufschlagen lassen. Das wird zumindest mal Zeit. Und wenn sie Kefka schon als Boss-Battle mit reinmachen, dann ja, dürfte Sephiroth da, denke ich mal, auch was kriegen. Davon einmal abgesehen, gibt es ja hier nicht nur Final Fantasy Geschichten, sondern auch so, nein, nicht das, sondern ich suche meine Dungeons, wo haben wir sie? Inhaltssuche, ich habe das Spiel sonst auf Englisch, deswegen muss ich mal ein bisschen gucken. Gut, ja, das falsche Rüstungsset. Ah, da kommt man gleich. Es gibt so viel zu erzählen. Es ist so ein tolles Spiel. Gibt es nämlich auch Rathalos aus fucking Monster Hunter. Also mal eine Cross-Promotion gemacht hat, deswegen gibt es ja auch Behemoth in Monster Hunter World. Und gibt es ja halt einfach mal einen Rathalos-Dungeon-Kampf. Und mit Shadowbringer kommt ein kompletter Nier Automata-Raid, wo ich komplett steil gehen werde. Und ach, ist das schön. Ist einfach alles schön, wie das hier aufgebaut ist. Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal so langsam ein bisschen Richtung Gameplay-technisch, was das Ding hier so vorlebt. Und zwar eine Sache, die ich absolut brillant, faszinierend finde und in meinen Augen einfach jedes MMO komplett 1:1 kopieren darf, nicht nur kopieren darf, sondern kopieren soll, ist nämlich die simple Tatsache, dass man nur einen einzigen beschissenen Charakter braucht, der alle Klassen kann. Klassenjobs, klickt man einmal rauf. Hier, alle Klassen drin. Kann ich alles wechseln, kann ich alles lernen. Kann ich jetzt hingehen und sagen, hey, ich will jetzt mal Samurai werden. Oder hey, ich will jetzt Dunkelritter. Ich will jetzt Schwarzmagier werden. Das sind so drei Knopfdrücke. Ich kann es mal einfach machen. Ich sehe ja mein Level 51 Krieger. Rüstungsset vorbereitet. Ich möchte jetzt Schwarzmagier spielen. Boom, ich bin jetzt ein Schwarzmagier. Auf Knopfdruck. Es ist so einfach, es ist so schön. Das komplette Skillset ist alles anders. Und die kompletten Anzeigen hier ist auch alles anders. Ich kann sofort loslegen, spiel sofort Schwarzmagier. Okay, Mana und so muss ich aufladen, bla, ist egal. Einfach auf Knopfdruck, Klick, fertig. Ich muss nicht einen kompletten Charakter neu machen, ich muss keinen Charakter wechseln, ich muss mir keine Sorgen machen, wie kriege ich denn jetzt Geld, Equip und alles von A nach B wieder geschoben. Nichts. Einfach nur Rüstungsset zusammenbauen, wechseln, fertig. Und es ist so schön. Es ist so brillant. Und eigentlich ist es gar nicht mal, ich sag mal in Anführungszeichen, brillant. Weil wenn man so Final Fantasy zurückguckt, es ist ja nichts mehr als das Klassensystem, was Final Fantasy vorher auch schon hatte. Es gab ja auch schon früher Jobsysteme in den ganz alten Dingern, wo man einfach sagen konnte, ja, jetzt bin ich Black Mage, jetzt bin ich White Mage, jetzt bin ich fucking Dragoon. Das gab's ja alles schon. Die haben es einfach gesagt, ja, das nehmen wir, aber in MMO. Alles ist so perfekt. Es ist so toll. Man ist zusätzlich zu diesen normalen Kampfklassen, gibt's halt noch Handwerker- und Sammlerberufe, die hier auch als komplette Klasse zählen. Nicht sowas wie, ich werde jetzt öfter WoW sagen, weil WoW ist einfach der direktere Vergleich. Nicht sowas wie WoW, wo man halt Fischer geskillt hat, dann setzt man sich irgendwo hin und dann fischt man halt. Nee, hier ist es halt tatsächlich eine Klasse, wenn man so will. Man levelt den richtig, man hat Equip für den, man hat, habe ich Fischer-Equip bei? Es wird gleich wahrscheinlich mega albern aussehen, aber ich weiß gar nicht, ob ich die Angelroute gerade dabei habe. Ist egal. Man hat komplettes, da, Angelroute. Ja, schick. Das jetzt einmal bitte optimieren, dass ich ganz so scheiße aussehe. Naja, nicht viel besser. Man hat als Angler Skills und nicht wenige. Was ist da los? Was? Guck dich das an. Das ist brillant. Was für eine Komplexität, die einfach so einen scheiß Sammelberuf reinschieben. Ich hab gar nichts angeguckt. Ich weiß gar nicht, wie es bei Handwerk und so aussieht. Als fucking Angler. Warum braucht ein Angler so viel? Warum braucht Angler Mana? Warum braucht ein Angler Mana? Das geht nicht in meinen Kopf. Ich find's faszinierend. Ich find's sehr, 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 sehr toll. Und wie gesagt, einfach, hey, Knopfdruck. Ich bin Dark Knight. Hi! Das ist übrigens mein Dark Knight. Den ist so die eine Klasse, die ich komplett durchgelevelt habe. Ich habe erst als Schwarzmagier angefangen. DD dachte ich mir so, ja, machst du mal Kopf zu DD, wird schon funktionieren. Ah! Ich bin kein DD-Spieler, habe ich wieder gemerkt. Bin mir so Tank-Galore, hab dazu Dark Knight gewechselt und hab den dann komplett durchgelevelt. Und level nebenbei meinen Krieger. Und der ist auch ganz cool. Aber Black Knight ist so, wie der WoW-Vergleich, spielt sich relativ ähnlich wie ein Death Knight in WoW. Relativ ähnlich. So, selbe Grundmechaniken, AOE, den man spammen kann, bisschen Self-Heal mit drin und drum und dran. Relativ ähnlich, hat auch ein paar Kniffe. Tolles Ding. Was ich machen werde, ihr werdet jetzt
Na, wie mache ich das jetzt am besten? Okay, ich werde ein bisschen drüber reden, wieso Dark Knight sich spielt. Sag mal, so ein bisschen Eindruck hat von einem anderen Ding, was ich sehr toll finde, nämlich Komplexität. Komplexität ist was sehr Tolles. Und dann werden wir nämlich einfach mal einen Schnitt machen, wo ich euch meinen Lieblingsboss zeigen werde. Oder zumindest der wo mir die Kinnlade runtergefallen ist. Das ist nämlich der gute Susano, der ein absolutes Highlight für Tanks ist, in meinen Augen. Und Thema Magic Moment in einem MMO, schwierig, hat er hingekriegt. Hat er sehr, sehr gut hingekriegt. Aber da machen wir dann, wie gesagt, gleich einen Cut. Ich brabbel jetzt einfach mal nochmal ein bisschen über den Dark Knight. Derweil können wir mal woanders importen. Gehen wir nach Linsalominsa, oder wie das Ding heißt. Eine Sache, die ihr jetzt gleich sehen werdet, da werden nämlich wahrscheinlich ein paar mehr Leute stehen. Spielerzahlen haben sie jetzt auf der E3 bekannt gegeben, haben aktuell die höchsten Spielerzahlen, die sie jemals hatten. Ich möchte erwähnen, vor einem Add-on. Normalerweise ist es in MMO so, die höchsten Spielerzahlen haben sie Punkt zum Add-on. Wir sind davor. Man kann davon ausgehen, dass wenn das Add-on draußen ist, dann werden die Leute nochmal etwas mehr spielen. Und es ist etwas voll. Ist jetzt nicht ganz so voll. Es gibt so ein paar Zahlen, die sie gemessen haben. Wohl zeitgleich aktive Spieler 1 Million. Was jetzt so, wenn man erneut wieder WoW-Zahlen daneben hält, so viel größer. Weiß ich nicht. Weil die Rede ist von zeitgleich aktiven Spielern. So, wo andere immer sagen, so, wir haben 10 Millionen Spieler. Ja, 10 Millionen in welchem Zeitraum? 10 Millionen in einem halben Jahr? Weil es sind so 10 Millionen Leute, die haben sich einmal kurz angemeldet, haben die Trial gestartet, ist nicht meins und haben es wieder aufgehört. Nee, wir reden halt wirklich von 1 Million zeitgleich. Und das ist schon recht ordentlich. Recht ordentlich, würde ich meinen. So, jetzt gehen wir trotzdem noch ein bisschen an den Rand. Ich weiß leider nicht, bestimmt gibt es irgendwo Damage-Puppen. Ich weiß nicht, wo die rumstehen. Soll dafür jetzt auch erstmal gerade ein bisschen Wuppe sein. Kann derweil mal. Achso, eine Sache doch, die kann man noch ganz kurz zeigen, so Transmog-Geschichten. Einfach on the fly, hier die paar Sets, habt ihr ja vorhin schon gesehen. Einfach reingehen, raussuchen, was man haben will. Klick, fertig, hat man. Das geht ganz, ganz schnell und ist ganz, ganz wunderbar. Schönes Ding. Braucht man auch keine NPC, das ist einfach Klick, durch. Und das ist ganz, ganz oft hier, dass einfach so Sachen einfach auf Knopfdruck funktionieren. Fertig, schön. Dark Knight. So, meine Story mit dem Dark Knight. Wie gesagt, angefangen, spielt sich am Anfang relativ simpel. Hat so, ja, das ganz normal, hat so ein paar Kombos mit drin. Sowas, hey, hiermit kannst du ein bisschen Aggro aufbauen. Hier hast du deinen AOE, den du benutzen kannst. Man bemerke auch Effekte in dem Spiel. Was da los ist. Ist ja ein Traum. Also die Effekte, die ich machen kann, guck dir mal an, was andere Gegner machen können. Ist der Hammer. Fängt so an, so ein bisschen, ja, hier kannst du Aggro machen, hier hast du deinen AOE. Da kommt langsam so der erste Selfie mit dazu. Und dann sagen sie irgendwann, hey, hast du noch einen Buff? Der macht hast konstant 20% mehr Schaden, da hast du keinen Mana mehr. Okay. Also generierst keinen Mana mehr. Okay, dann muss ich jetzt so ein bisschen balancieren. Generiere ich jetzt mehr Aggro oder will ich wieder Mana generieren? Okay, machst du mal wieder ein bisschen Mana, weil dann kannst du auch wieder ein bisschen Selfie, ist in Ordnung. Dann geht's weiter, ist das Spiel okay, hast du dich daran gewöhnt, schön. Dann kriegst du jetzt diesen Knopf hier. Den kannst du drücken, um den nächsten Skill für, ja, doch schon eine Stange Mana nochmal richtig krass zu verstärken. Okay, dann muss ich also wieder ein bisschen mehr Mana das Sieger spielen. Muss ich schon wieder gucken, aber habe ich genügend Aggro? Erst wieder relativ viel, was balanciert wird. Dann gehen sie aber wieder hin und sagen irgendwann, ja, schön, hast du dich schön dran gewöhnt. Jetzt kriegst du hier eine komplett neue Leiste unten, die du auch mit bestimmten Skills aufsammeln kannst. Und die solltest du aufladen, dann kriegst du Skills, mit denen kriegst du wieder mehr Mana. Okay, also schon wieder weniger Aggro, gehe ich also wieder mehr Richtung Damage, Schrägstrich, Mana, Schrägstrich, was auch immer ich da rauskriege. Es läuft so weiter und weiter, bis man irgendwann halt sagt, okay, Level 70, wir geben dir noch einen letzten Skill und speist einfach nochmal alles um. So liebe ich, was einfach nur ein Skill ausmachen kann, ist nämlich dieser wunderschöne Schild hier. Einfach dafür sorgt, Schaden, den ich kriege, wird absorbiert, 20% von meiner Max-HP. Und wenn das komplett durchgetickt ist, kriege ich die Hälfte von diesem Balken. Hälfte von diesem Balken heißt, ich kann meinen stärksten Damage-Skill benutzen. Ja, das ist nicht der, das ist der. Und den kann ich dann auch nochmal hier mit aufbuffen. Heißt, ich brauche 1, 2, 3 Knöpfe, sag ich mal, um den meisten Schaden rauszuballern, den ich machen kann. Und dann wird es wieder so ein Spiel,
ich benutze, weil das Ding hat ein relativ kurzes Cooldown. 15 Sekunden ist okay. Dann wird es so ein Spiel, ich warte ab, dass mir der Boss, von dem ich ja eh konstant eigentlich Aggro haben sollte, so eine Schelle verpasst, dass ich das in Energie umwandle und ihm einfach wieder direkt zurückschleudern kann. Das ist so ein geschmeidiges, geiles Gameplay. Plus minus natürlich, nee, ist halt Tank, der muss halt den Dungeon kennen, der muss halt die Bosse kennen. Der organisiert das Ganze so ein bisschen, zieht alles zusammen, guckt, dass alle in die richtige Richtung gucken. Ist halt, naja, Tank-typisch. Und dann das Ganze so nochmal umzuwerfen, oh, schön. Sehr schön. Muss ich sagen. Also ich level, ich sag ja nebenbei den Dings hier hoch, den Kuriga. Wo ist er? Da. Der ist jetzt noch nicht ganz so weit, mit dem bin ich jetzt erst Level 51. Heißt, ich bin aus dem Grundspiel raus. Aber das geht jetzt natürlich noch so ein bisschen weiter, weil jetzt fängt er so langsam an, die Skills vom ersten Addon zu kriegen. Und dann vom zweiten Addon, von Stormblood. Und dann geht's natürlich mit Shadowbringer auch nochmal weiter. Ein Ding, wo ihr schon merkt, okay, das ist alles sehr theoretisch und ist alles sehr komplex und viel Wender und sonst, bla 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 bla. Das liebe ich. Weil, auch hier wieder Vergleich, jetzt gucken wir mal. Platzhirsch WoW. Na, wie viele Knöpfe benutze ich denn in so einem WoW mittlerweile? Sind wir mal ehrlich, 5, 6, 7. Plus, minus, alle 30 Minuten mal einen anderen. Aber so viel ist es halt wirklich nicht mehr. Es wird ja schon ziemlich runtergestampft. Oder wenn du DD spielst, halt einfach drück den leuchtenden Knopf. Ist halt nun mal leider so. Final Fantasy hingegen. Wieder Black Knight. Wo ist er? Da. Ich habe hier 3 Skill-Leisten. Ich brauche mit wenigen Ausnahmen jeden dieser Knöpfe. Das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, ist es schon zu viel oder ist es noch geil? Weil es gibt einige Skills, wie das Ding zum Beispiel, was ich kompletten Quatsch finde. Hey, du kriegst keinen kritischen Schaden. Okay. Wann weiß ich denn, dass ich kritischen Schaden kriege, wenn ich jetzt nicht unbedingt einen Boss habe oder irgendein PvP-Ding oder so ein Scheiß? Wo ich weiß, jetzt kommt zu 100% kritischer Schaden. Dann ist das Ding, das ist einmal raufgedrückt und ja, entweder bringt's was oder das bringt's nichts. Keine Ahnung. Mal schauen. Finde ich eher Quatsch. Dann bin ich eher so Fan von, ey, du hast so und so viel Prozent weniger Schaden für die und die Zeit. Macht mehr Sinn in meinen Augen. Also, da gehen sie jetzt mit Shadowbringer aber zum Glück auch hin und sagen, gut, stampfen so ein bisschen was zusammen. Nicht zu krass, sondern wirklich nur so das Notwendigste kann raus. Das wird in andere Skills mit eingebaut. Nicht wie es halt im WoW damals auch war. Und dann wird das Ganze wieder ein bisschen lockerer. Dafür kriegen wir natürlich wieder neue Skills dazu. Heißt, man hat trotzdem recht viel zu managen, recht viel Zeug, wo man immer sagen kann, ey, das ist das Tool dafür, das ist das Tool dafür. Beim DD wahrscheinlich anders, der wird einfach seine feste Rote haben, die er durchballert und gut ist. Aber gerade als Tank, ich habe so endlos viele Knöpfe, die ich hier drücken kann, die irgendwas machen und irgendwie in den richtigen Zeitpunkten genutzt werden müssen. Das ist ein Traum. Das ist halt klar, es ist auch mal ein bisschen komplexer, aber ich bin so, wie sagt man, ich bin so vielfältig in den Möglichkeiten, die ich einfach habe. Ich einfach auf jede Situation immer gespannt sein kann, ey, okay, was mache ich bei dem und dem, was mache ich bei dem und dem. Also wenn jetzt, keine Ahnung, Mobgruppe zieht sich zusammen, einer ist aus dem Vorsprung, okay, wie hole ich den jetzt wieder zurück? Mache ich das? Gucke ich, dass ich den Angriff mache? Springe ich ran? Hole ich ihn ran? X-tausend Möglichkeiten, das ist ein Traum. Also es ist toll. Wirklich, wirklich toll. Bei DDs weiß ich, dass es da zumindest recht große Unterschiede gibt. Der eine ist mal leichter, der andere ist mal schwerer, aber das ist halt so ziemlich in jedem Spiel. Aber auch da, was so, ich kann ja mal den vom Schwarzmarkt jetzt zumindest erzählen. Mann. Bei dem ist es zum Beispiel so, der hat Eis-Skills und er hat Feuer-Skills. Eis-Skills geben einem Buff, Mana wird generiert, wird extrem schnell generiert. Feuer-Skills geben einen Buff. Mana wird auf 0 gesetzt, dafür wird der Schaden erhöht. Heißt, man generiert keinen Mana mehr, sondern der Schaden explodiert und die Skills kosten auch zunehmend mehr. Heißt, man hat immer so ein bisschen balancieren. Feuer, Feuer, Eis, Eis, Feuer, Feuer, Eis, Eis. Man jongliert das Ganze so hin und her. Und da kommt man halt auch einfach nicht zur Ruhe. Und gerade wenn man guckt, jetzt habe ich halt leider wieder keine Gegner da in irgendeiner Form oder keine Puppen da, aber ich tatsächlich endlich hätte mal gucken müssen, wo man die kriegen kann. Was da effektetechnisch beim Schwarzmarkt hier los ist, ist der Hammer. Da explodiert dann nur der Bildschirm.
Und das gibt's mit x-tausend Klassen. Ich meine, ihr habt gesehen, was es hier an Klassen gibt. Da ist halt wirklich für jedermann einfach mal was dabei. Willst du Tank, willst du Heiler, willst du Nahkämpfer, physischen Fernkämpfer, physischen, magischen Fernkämpfer. Und komm, der magische Nahkämpfer gibt's. Gibt den Rotmagier, der mit seinem Degen vorne die ganze Zeit steht, drei Kombos macht, zurückspringt, ein bisschen rumcastet und dann wieder hin und her. Der ist agil wie Sau. Und das ist wie den, wo ist er? Pikenier, Dragoon. Für Final Fantasy halt, der nur am Rumspringen ist. Geiles Zeug dabei, auch viel Zeug, wo ich mich noch reinarbeiten will, weil ihr seht, ich bin doch recht weit am Anfang von der ganzen Scheiße. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, was da noch alles kommt. Heißt, wenn man so ein bisschen überdrüssig ist von dieser ganzen Scheiße, ey, das ist ja alles hier so mega simpel, mega einfach, dann vielleicht ein bisschen Final Fantasy 14. Vielleicht mal so ein bisschen reinlunzen. Ich dazu sagen muss, ist klassisches Pay-to-Play-Konzept. Heißt, man hat halt nur mal seine Monatskosten. Die halten sich in Grenzen. Das ist halt mal so ein Zehner. Das ist schon in Ordnung, finde ich. Ist halt bei WoW erneut auch wieder nicht so wirklich anders. Und dafür hast du halt so viel Zeug mit drin. Ich sehe das fast schon wie so eine Art, ich nenne es mal Netflix-Abo. Weil, hey, hast du dein Netflix-Abo, jetzt kannst du einfach zocken, was du willst und dich austoben, wie, wann, wo du willst. Ah, ist toll. Ja, hätte man auch Free-to-Play gehen können, aber ich, ganz ehrlich, ich hab's lieber so, als dass mir hier alle zwei Sekunden in-game irgendein scheiß Shop an den Kopf geworfen wird, wo es heißt, hey, kauf doch mal das, kauf doch mal das. Hey, hast du schon so neue Angebote gesehen? Haha. ja, muss nicht sein. Finde ich so ein bisschen schöner, ein bisschen eleganter. Und ganz ehrlich, finde ich okay, wenn eine entsprechende Qualität gegeben wird, und die ist hier gegeben. Ich würde aktuell einfach mal deutlich lieber für ein Final Fantasy Abo zahlen, als für ein WoW Abo, weil so wie Battle for Azeroth aktuell aussieht, nicht meins, um es mal vorsichtig auszudrücken. Einfach nicht meins, tut mir leid. Ja, dann würde ich Folgendes machen, dann würde ich jetzt, wie gesagt, den kurzen Cut machen, und dann springen wir gleich einmal in den Susanoo Trial. Trials sind im Grunde, kann ich euch vorstellen, wie Dungeon. Ist einfach so, Dungeon-Gruppe wird zusammengesucht, man geht rein. Nur ist ein Trial einfach Boss. Einfach direkt Knopfdruck, hier ist der Boss, viel Spaß. Dungeons gibt es so natürlich auch ganz klassisch, auch Raids gibt es ganz klassisch. Das ist ganz normal, wie man so gewohnt ist. Aber hier kommt auch noch dazu, dass es einfach nur reine Boss-Trials gibt. Und die sind spektakulär. Also Susanoo, den halt gleich sehen werdet, Hammer. Liebe ich absolut, was da passiert. Aber es gibt noch andere. Wenn sich einfach mal so YouTube eingeben, Final Fantasy 14 Trials und einfach mal so ein paar durchklicken und so gucken, was passiert da einfach so? Was ist da eigentlich los? Und dann, ja, ich glaube, dann hat man ein bisschen Bock auf das Spiel. Bin ich mir recht sicher. Gut, dann machen wir kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich. Da haben wir noch schon. Ich liebe ja die Musik für den Kampf. Wird jetzt auch mal so der Moment sein, also ihr seht schon jetzt so, Trials sind je nachdem ein bisschen anders aufgebaut. Hier ist die Gruppe allein schon größer, zwei Tanks, zwei Heiler, vier DDs, also im Grunde sind es zwei Gruppen zusammengetan. Und wie gesagt, es ist halt nicht mehr als einfach nur ein fetter Bosskampf. Jetzt muss ich mal nebenbei so ein bisschen aufs Tanken auch fokussieren. Deswegen werde ich einfach mal mehr oder minder ein bisschen ruhig sein, was nicht so schlimm ist, weil dann könnt ihr in der Zeit die wunderbare Musik ein bisschen genießen. Ich ziehe mal hier so ein bisschen an den Rand ran. Das Schöne an Susanoo ist, oder allgemein vom Aufbau, was ich sehr geil finde, der Kampf ist in drei Phasen aufgebaut. Und je nachdem, welche Phase man gerade ist, ouch. Je nachdem, welche Phase man gerade ist, wird sich auch die Musik ändern, beziehungsweise ja, der Kampf selbst ändert sich nochmal recht krass, zumindest in der zweiten Phase. Der Heiler hat gerade so ein bisschen Schwierigkeiten hinterherzukommen, merke ich. Ah, oder so. Sehr schön. Und vor allem sieht man schon relativ viele AOEs, Schrägstrich Mechaniken, die hier nach und nach reingeballert werden. Der eine Kollege hatte jetzt gerade, ich muss mal ein bisschen gucken, bisschen rauszoomen, damit ich es mitkriege, was immer passiert. Der eine Kollege hat jetzt gerade diese vier Pfeile auf sich drauf gehabt. Oh, das ist auch fies. Der eine Kollege hat gerade diese vier Pfeile auf sich drauf gehabt, was so viel heißt wie, die Leute müssen an eine Stelle zusammenkommen, um den Schaden zu teilen. Genau die Dinger meine ich hier.
Im Optimalfall würden die anderen Kollegen auch mal ganz kurz rankommen, genau so. Und dann wird, anstatt dass einer komplett weggeballert wird mit einer Runde, wird das Ganze so ein bisschen verteilt. Und natürlich den wunderschönen AOE, den ihr gerade gesehen habt, wo wirklich nur ein kleiner Spalt in der Mitte zu sehen war, wo die Leute reingehen durften. Und der Rest ist halt einfach Schaden. Was ein Ding ist, was vom Tank tatsächlich gelenkt werden muss. Weil, genau, jetzt wird es auch kombiniert, sehr schön. Je nachdem, wie der Tank nämlich steht, ballert Susano das Ding einfach gerade weg. Heißt, würde ich ihn jetzt gerade seitlich mal tanken wollen, aus irgendwelchen Gründen, dann ist einfach die ganze Fläche bedeckt davon. Zwischendurch so ein bisschen rumtanze. Ah, die scheinen eher die Disse zu fokussieren. Ja, dann kann ich in Ruhe stehen bleiben. Was da natürlich ein bisschen ungünstig ist, weil es ist doch relativ machbar, wenn der Strahl in der Mitte ist. Dann können die Leute einfach mal schnell hinrennen, als wenn ich das Ding einfach hier komplett vorne halten würde. Weil dann, ja, was sollen sie machen? Der Schaden ist ziemlich durch. Eine Sache, die auch zu erwähnen ist, was so die Bosse generell angeht, die sind alle komplett geskriptet. Von vorne bis hinten. Heißt, sowas wie, was so andere MMO-Bosse halt immer noch so ein bisschen drin haben, so ein RNG, gibt's hier einfach nicht. Ach, jetzt zu meinem absoluten Traum. Ich liebe es so sehr. Jetzt erzähl mir mal jemand ein MMO, wo man sowas hat, wo der Tank mittendrin ein Minispiel kriegt, in dem man alleine den Damage von der ganzen Gruppe festhalten will. Das ist so der... Als Tank hat man ja ohnehin so ein bisschen diese, ich sag mal... Power Fantasy von wegen, hey, man ist der eine Schild vor der Gruppe, der alles die ganze Zeit blockiert und der alles beschützt, alles unter Kontrolle hält, etc. Aber wie geil ist halt dieser Moment, wo es einfach nur heißt, okay, du hältst das Ding gerade. Alleine. Das ist jetzt Easy Mode, deswegen schnappe ich mir das Ding gerade einfach nochmal ein zweites Mal, weil ich gerade auch nicht so wirklich weiß, wo der zweite Tank steht. Im Hard Mode wäre es eigentlich so, man kommt nicht drum rum, dass der zweite Tank das Ding jetzt hätte übernehmen müssen. Weil man kriegt dann nochmal einen fetten Debuff, der dafür sorgt, dass man deutlich, deutlich mehr Schaden kriegt und dann wäre man ziemlich tot. So habe ich mir das zumindest mal mit angelesen. Hier ist es so im Grunde nicht wirklich ein Problem. Außer das Ding. Weil egal wie, am Ende ballert er nochmal durch. Und dann kommen wir zur dritten Phase. Dritte Phase. Sieht jetzt wieder so ein bisschen ähnlich aus wie die erste. Mit dem kleinen Unterschied, dass er gleich anfangen wird, ein Hütchenspiel mit den Leuten zu machen. Und zwar wird er gleich mal einen der Spieler nehmen und den darin verstecken. Und die DDs sollten dafür sorgen, das richtige Ding zu finden. Hier haben wir es. Drei verschiedene Steine, die werden jetzt immer durchgemischt. Jetzt müssen sie gucken, dass sie den richtigen freikriegen. Was natürlich machbar ist, was hier gerade wieder nicht passiert. Der Spieler, der da drin ist, der kann halt immer noch Markierungen setzen. Der ist ja nicht komplett weg. Heißt, der kann einfach markieren, hey, in diesem Stall bin ich drin. Dann hauen die Leute den da raus und dann war's das auch. Leider nicht passiert, so ist es trotzdem geschafft. Und das ist wirklich so, gerade diese zweite Phase. Ich finde, in einem MMO ist es extrem schwer, so eine Art, ich sag mal, Magic Moment aufzubauen. Wo du sagen kannst, ey, das ist ein Ding, da werde ich mich ewig dran erinnern. Oder das ist mir so einfach die Kinnlade komplett runtergeklappt. Das war einfach, erst, wie der Begriff verdacht, das war einfach so ein magischer Moment. Das hast du relativ selten, / extrem schwer in einem MMO, finde ich. Weil die doch alle sehr gleich aufgebaut sind. Und wenn jetzt die Story-technisch mal irgendwie was passiert, was krasses, dann rein über die Gameplay-Schiene passierte halt nichts. Das Ding hat mich so unerwartet getroffen. Und das ist halt, wie gesagt, jetzt mit der viel Tank spielt und halt auch diese Power-Fantasy halt sehr auslebt. Und wegen, hey, vorne Schild, ich koordiniere den ganzen Scheiß hier gerade mal. Macht ihr mal. Ach, so ein geiler Moment. Oh, Scheiße. Könnten wir auch mal rausziehen. So, jetzt macht er vielleicht nochmal den Garnangriff.
vom Spalter. Einmal Defense Buff rein und dann tut der auch nicht so weh. Nicht so doll, wie es sollte. Jetzt einmal zusammenziehen und ich glaube... Macht er noch seinen fetten Aoi? Ich weiß nicht, ob er den in der dritten Phase auch nochmal macht. Keine Ahnung. Ist aber, wie gesagt, so original das Ding, wenn man es wirklich weiß. Oh, die Schwerter. Ja, das ist da. Ah, da muss ich auch noch drauf eingehen. Wenn man halt wirklich weiß, wie, wann, wo der Boss was genau macht. Ah, hier, sieht man's. Einer hat's markiert, kann er raus. Wenn man wirklich genau weiß, was der Boss wie, wann, wo macht, der kann man sich komplett danach richten. Ist man auf keinen RNG abhängig, dann kann... Da geht's eigentlich echt nur darum, wie gut sind die Leute eingespielt. Und nicht mehr. Und das finde ich sehr, sehr geil. Weil dann hat man einfach nicht diese Ausrede von wegen... Oh, oh. Dann hat man einfach nicht diese Ausrede von wegen, naja, es war halt schlechtes Glück, vielleicht beim nächsten Mal. Nee, dann geht's einfach nur darum, kriegst du die Leute gerade mal wirklich zusammen oder nicht. Ich gerade spiele hier relativ scheiße zusammen. So ein bisschen daran liegt, dass ich versuche, das Ganze nebenbei auch so ein bisschen zu erklären, zu managen, dass man halt so ein paar Infos mit rauskriegt. Deswegen, gefühlt kloppe ich gerade auch einfach nur dieselbe Kombo hoch und runter und benutze meine eigentlich sehr wichtigen Skills gar nicht. Was man halt so sieht, das ist jetzt halt, ich nenne es mal Normalmodus. Da kann man das noch machen. So Hard Mode wird dann ein bisschen schwieriger. Und man merkt, wie das, was ich schon meinte, je nach Phase ist das Lied halt auch ein Stück anders. Das ist das dritte Stück. Also ich find's halt auch geil, dass wir jetzt vor kurzem Minigang sind und gesagt haben, ey, wir haben alle Final Fantasy Soundtracks einfach mal auf Spotify raufgekloppt. Weil der Final Fantasy 14 Soundtrack ist A, nicht nur mega geil, sondern B, auch fucking gigantisch. Ja, und hier hat man noch so ein kleines, so ein Ehrungsding, wo man sagen könnte, hey, du hast das echt toll gemacht, schmeiß ich in der Regel im Heiler an den Kopf. Was nochmal so ein kleiner, sagen wir mal, Motivationsschub ist, dass, hey, Runde ist gerade durchgegangen, hat sich relativ gut angestellt und sagen kann, das fanden die Leute okay, was da gerade passiert ist. In Wirklichkeit ist es tatsächlich meist so, es kriegen halt Tanks schrägstrich Heiler an den Kopf geworfen, die D eher selten. Weißt du, genau das. Von drei Leuten einen Kopf geworfen, die kriegst, hey, du warst der wertvollste Spieler. Mm. Ja, warst der Tank, du hast den Schaden genommen, es tut mir leid. Ja, das wollte ich mal so unbedingt noch gezeigt haben. Weil das ist, ich sag, das ist so ein Bosskampf, den finde ich einfach absolut genial. Und die Bosskämpfe, also insbesondere die Trials, die sind halt fast alle so. Da kann man... Da wird sich so ausgetobt, auch was Mechaniken angeht, wie gesagt, was Soundtrack angeht, was Design angeht, was doch einfach mal explodiert an Zeug. Das ist wirklich, wirklich toll und das kenne ich so nicht aus anderen MMOs, muss ich sagen. Natürlich hat man auch in anderen MMOs halt insbesondere, wie gesagt, wie WoW, krasse Bosskämpfe mit bei, das auf jeden Fall. Aber nicht auf dem Niveau. In der Regel... Oder ich sag mal, nicht in der Masse, nicht auf dem Niveau, ist vielleicht falsch, aber nicht so in der Masse. In der Regel hat man halt so 1, 2, 3 Kämpfe, die haben so ein paar kleine Mechaniken. Fällt jetzt unter anderem WoW Spine of Deathwing mit ein, was halt so wieder was komplett anderes ist. Aber sowas wie gerade eben, was halt auch spielerisch nochmal anders ist. Okay, es ist halt ein Quicktime-Event, es ist die ganze Zeit einen Knopf drücken. Okay, ist jetzt nicht die Welt. Aber es finde ich doch schon recht einfallsreich für ein MMO. Oder was heißt einfallsreich ist es nicht, aber ich finde es sehr abwechslungsreich für ein MMO. Plus minus das ganze Zeug, was halt noch dazu kommt. Also ich muss echt sagen, so Final Fantasy 14 aktuell, ja, ist schon ziemlich das geilste MMO, muss ich sagen. Also zumindest von den Großen. Weil was haben wir sonst? Sonst haben wir ein WoW, sonst haben wir ein Elder Scrolls Online. So richtig andere MMOs, na, Guild Wars haben wir noch, so richtig groß wichtige MMOs haben wir, glaube ich, gar nicht. Nee, das wäre so das Einzige, was ich in die Richtung schieben würde. Jetzt kommen vielleicht Leute und sagen so, hey, aber das ist doch noch sowas wie ein Warframe oder schieß mich tot, was sonst noch. Ja, aber es sind halt keine MMOs, es sind Lobby-Shooter oder
komplett instanziertes Zeug. Das ist für mich kein MMO. Eine MMO ist für mich ein Spiel, wo ich einfach auf den Platz laufen kann, da x-tausend Leute stehen und da einfach keine Limitierung hinter ist. Da können jetzt nochmal x-tausend Leute dazukommen und dann sind die nun mal einfach alle da. Ohne dass sie irgendein Menü auswählen mussten oder sonst ein Scheiß. Das, Alter, die Axt. Das ist auch so ein Ding. Gerade in MMOs, gerade so wie hier Final Fantasy. Einfach durch die Gegend laufen, gucken, was haben die Leute eigentlich für geiles Zeug. Und wie komme ich daran? Lieb ich ja. Lieb ich ja krass. Ja, dann würde ich hier auch schon mal Schluss machen. Das wäre es dann eigentlich so ziemlich für Final Fantasy 14. Ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt auf Shadowbringer. Was dann ja, wie gesagt, denn demnächst mal kommen wird. Hab mir das Ganze auch schon vorbestellt, damit ich halt den Early Access mitmachen kann. Und hab da wirklich sehr, sehr Bock drauf. Insbesondere natürlich, Shadowbringer sieht so sehr danach aus, dass es storytechnisch und so ein bisschen Dark Knight-lastig ist, was mir natürlich sehr entgegenkommt. Ich mag halt auch sehr, dass sie so ein paar Skills einstampfen, zusammendrücken oder alles so ein bisschen glatter bügeln, dass halt nicht alles komplett voll ist mit Skills. Und da ich sehr, sehr gespannt, was sie daraus machen werden. Auf jeden Fall, wenn da wieder ein paar hundert Stunden ins Spiel reinfließen, das sehe ich so von schon mal kommen. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon von meiner Seite. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wann immer das auch mal wieder sein wird. Mal gucken. Ciao.